Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Dani Röbe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 3. Ja, es kommt ein epischer Kampf nach dem anderen und ja, in der letzten Folge haben wir Vanitas und Terra Sea Nord oder Terra Nord erledigt und jetzt sind wir auf und davon und müssen Lee und Kairi retten, welche gegen drei andere Leute kämpfen oder zwei, ich glaube zwei, ne? Ja, zeigt. Und da hat jemand ein Schlüsselschwert. Okay. Ich fand irgendwie komisch, dass Vanitas Stimme irgendwie so komisch klang. Weil aber irgendwie nicht sein kann, weil Vanitas hat die gleiche Stimme wie Sora und ja. Deswegen können die eigentlich keine andere Stimme haben, ne? Neue, weil ich nehme an, die Stimme des Hauptcharakters bleibt noch. Und ja, deswegen können die keine neue Stimme hier nehmen. Oh, that's awesome. Guck ich meiner Kairi an. Aber ich will sehen, wie die beiden im Team sind. Einer, und den nächsten platt. Also das Gefühl, ich weiß, wer das ist. Ich habe es an den Schuhen erkannt. Ich dachte, er ist Lee. Nice to see you. Oh Gott. Er rastet schon direkt aus. Geh mehr auf Sykes. Wir sehen gar nicht, wer die andere Person ist oder was. Ist die andere Person überhaupt? Da hinten, oder? Ja, du bist. Ich habe so das Gefühl, ich weiß, wer ist. Nein, Kairi ist down. Ja, sein Gesichtsausdruck hat sich geändert. Da habe ich früher nie in Kingdom Hearts 2 gemerkt, aber er hat voll einen aggressiven Gesichtsausdruck im Berserker-Modus. Oh mein Gott, guck mal an, wie viele Balken der hat. Okay, vielleicht sollten wir doch erstmal auf die andere Person losgehen, weil er hat ganz schön viel Balken. Stop it, Isa. Guck's mal ihn an. There was a time when I trusted you to deal with traitors. And now your betrayal outstrips them all. What final words do you have for your superior? Well, let me think about it. How about you were never my superior? Ah, ever the rogue pawn. Knocked from the board early in the game. Utterly useless and forgotten. Are you kidding? Do you know how popular I am? Yeah. I got loads of people rooting for me. Sorry, boss. No one axes Axel. Got it memorized. Fort Wall wurde komplett vernichtet gerade. Is this supposed to be a keyblade? Or is it some sort of joke? Oh Gott.
soll einfach zugucken, also far more times than I care to count. Now it ends. I will purge that light in you with darkness. Changing sides again? We need him alive. You know that. We only need his heart in order to forge the key. We do not need his soul. Oh, but that's right. You were friends. Then, you take his life. Who are you? Don't do this. Wait. Das sieht irgendwie merkwürdig aus, zwei Königsanhänger. It's all right. You can stop now. It's all right. Shion. Useless puppet. Your keyblade is no more, and still you think you can play at being a guardian of light? You can wait your turn. Also ran. Hands off my friends. It cannot be. Er taucht wortwörtlich jeder wieder auf. Roxas. My turn. Roxas. This is impossible. Where did you get a vessel? Same as you. Same how? Most of the organization's members, they traveled here from the past as hearts. And you had replicas ready and waiting. One for each of them. Who told you? I owe my return to many. Some of them people you knew. Ansem the Wise, Zexion. And others too. It seems you're not as good at winning over people's hearts as you think. Ah, I see. There was one last thing I needed in order for me to be whole again. A connection. Sora helped me find my way back here. To my friends. Roxas! I don't need hearts. I will scatter them all to the winds. Kairi! What difference does one little light make? You have others. Just as we have more darknesses to replenish our ranks. Oh Gott. Du hast jetzt nicht Kairi gerade entführt. Rest, Axel. Roxas will fight in your place. And I'll fight for Kairi. Yeah, when it comes to keyblades, you're the old hands.
sind mehr oder weniger drei Versionen von Sora in ein Team. Komm her. Aber das ist so episch. Ich weiß, ich sag wenig, aber ich sitze hier die ganze Zeit mit offenem Mund und so. Und ja, bevor Kairi entführt wurde, ich krieg gerade voll auf Fresse, habe ich mir so gedacht, wir sind gerade irgendwie immer stärker werden. Die bekommen immer weniger Leute. Wir bekommen immer mehr Lichter. Also deswegen habe ich mir schon gedacht, irgendwie, wir werden gerade voll überpowered sein. Und dann nimmt sich natürlich Xemnas jemanden weg. Also hat man klar. Oh Gott. Oh Gott. Ich bisher noch nicht gestorben bin, das ist ein Wunder. Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, ich habe den mit der Verbandung erledigt. Ich wollte eigentlich Wutform einsetzen und dann hat der Betäubung eingesetzt. Verdammt. You let them reduce you to this? I thought you outgrew the marks under your eyes. So? You look like you need them. Stop it. The whole act. I thought this was all for her. At first, I sacrificed everything to try and track her down. You're the one who went off and made other friends. Left her and me both in the dust. It infuriated me how you just exited our lives. I lost all sense of purpose. I didn't forget you. Yes, I know. You wouldn't do that. But I was jealous. You admit it. Well, if I make it back, you won't get it out of me a second time. See you, Aiza. See you, Lee. You go help Kairi. Right. Gotta run. Good luck. All right. What now? Guess I should have brought some ice cream. Also schön, alle Freunde treffen wieder zueinander. Alle sind wieder glücklich und vereint. Und pff. Ja. 15 Uhr übrig. Truhe. Nö.
Okay. Gar nicht. Oh, der hat sogar ein Dings. Ich muss halt nur so oft wie möglich einsetzen. Okay. Oh Gott. Oh, die Sonne geht echt unter. Immer noch rein. Ich glaube, da ist einfach nur zum Trainieren, ne? Nehme ich mal jetzt sehr stark an. Und ja. Roxas und Shion. Sehr schön. Endlich ist sie auch mal wieder da. Nicht vergessen. Und ja. Alles klar, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir weiter. Wer ist noch übrig? Meister Xehanort, Xemnas, junger Xehanort, Anselm. Meister Xehanort, Xemnas, Anselm, junger Xehanort. Mein Gott, wie vergesse ich denn hier gerade? Oder haben wir, sind nur noch vier übrig? Hier haben zwei, zwei, zwei und dann drei. Jetzt sind neun. Okay. Sind noch die vier übrig. Nur noch die Xehanorts. Gut, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Bitte lasst ein Like, ein Abo und einen Kommentar und dann machen wir den wilden Ritt hier weiter oder beenden ihn sogar vielleicht im nächsten Part. Weil wir haben alle gerettet, ne, von unseren Kollegen. Jetzt sind wir wie viele Leute? Viele. Und ja, mal gucken, wie das hier alles ausgeht. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zur nächsten Folge.